Hey Leute, ich bin's. Oh, Glück gehabt. Das hätte auch ins Auge gehen können, aber ich habe ja meine neuen Aegis Sicherheitsschuhe an. Die sind auch Sponsor des heutigen Videos. In diesem Video möchte ich euch nicht nur die Schuhe vorstellen, sondern euch auch ein paar Tipps geben, wenn ihr eure Büsche und Pflanzen zurückschneidet. Ja, der erste Tipp ist, wenn ihr hier beim Schneiden seid, bei der Gartenarbeit, achtet nicht nur auf die Sicherheit eurer Füße, ja, wie ihr eben gesehen habt. Ich tue das hier mit meinen Schuhen, die auch wirklich sehr bequem sind aufgrund der elastischen Sohle. Und das Coole ist, die Sohle ist nicht nur elastisch, sondern auch durchtrittsfest gegenüber scharfen Gegenständen. Aber wenn ihr zum Beispiel dann Pflanzen schneidet, stellt euch auch immer was drunter. Ja? Dann braucht ihr das hinterher nicht aufheben. Ihr seht das, das fällt dann alles da entsprechend hier in die Wanne rein. Wenn ich größere Sachen schneide, dann nehme ich keine Wanne, dann nehme ich entsprechend zum Beispiel eine Plane oder eine Abdeckfolie. Ja, ein bisschen was geht dann doch immer daneben, trotz dieser Wanne. Da ist dann natürlich der richtige Halt hier gefragt und auch das richtige Schuhwerk vor allem. Ja, was mich eben gerade vor Schlimmerem bewahrt hat, beziehungsweise davor, dass mir die Schere auf den Fuß geknallt ist, das waren hier diese Anti-Smash-Stahlkappen, die eben den Stoß abgewehrt haben. Und bin dankbar, dass ich die Schuhe anhatte. Des Weiteren auch hier Anti-Rutsch, gerade so anhängen, wenn man da arbeitet und irgendwas transportiert. Man rutscht einfach nicht weg. Und ja, diese Schuhe werden auch von vielen Physiotherapeuten und medizinischen Fachleuten in Deutschland und in Österreich empfohlen. Ich habe zwar gesunde Füße, aber gut zu wissen, und damit die Füße gesund bleiben, trage ich natürlich auch meine Sicherheitsschuhe immer schon weiter im Garten, denn Arbeitssicherheit ist wichtig. Ja, noch ein Tipp, den ich euch geben möchte beim Büscheschneiden. Macht das rechtzeitig im Februar, wenn es ja dann schon ein bisschen wärmer wird, weil ab 1. März dürft ihr das nicht mehr machen. Da ist Nist- und Brutzeit der Vögel und ja, da machen die sich dann da einfach bequem, richten sich da ein und ihr würdet die empfindlich stören, wenn ihr dann eben die Büsche schneidet. Natürlich hier so ein Busch, der noch kahl ist, der wird auch im März noch kahl sein, da kann ich den schneiden. Aber zum Beispiel bei sowas immergrün, da sieht es dann schon anders aus. Ja, ich bin schon den ganzen Tag jetzt hier fleißig am Schneiden im Gange, bevor die Frist dann abläuft und muss sagen, die Schuhe sind wirklich sehr, sehr bequem. Das Fußbett ist so gewölbt, dass ja die Füße richtig schön eingebettet sind. So, jetzt noch ein Tipp hier zum Kirschlorbeerhecke schneiden. Das würde ich auch im Frühjahr machen. Warum? Ihr habt das eben gesehen. Ich habe das so geschnitten, dass auch Schnittstellen an den Blättern entstanden sind. Wenn ihr das im Herbst macht, dann ja, wachsen die Blätter nicht mehr nach und ihr habt so eine fransigen Stellen, Blätter an eurer Kirschlorbeerhecke. Und das ist natürlich nicht schön, die werden dann auch noch so ein bisschen braun. Macht ihr das hingegen im Frühjahr, dann treibt die Pflanze ja sowieso neu aus und diese Schadstellen, sage ich mal, werden dann überdeckt und ja, somit fällt das dann nicht auf und ihr müsst nicht ganz so mühsam schneiden, sondern könnt ein bisschen rabiater vorgehen. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Denkt immer an eure Sicherheit, vor allem an euren Füßen, ja, da steht ihr euer Leben lang drauf. Also, bis dann, euer MacPaverick.